Hallo meine Lieben, da sind wir wieder. Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void Co-op Mission. Crocker ist auch wieder dabei. Ohne weitere Umschweife starte ich die Mission Trans. Jetzt wollte ich es vorlesen und kannst natürlich das Wort nicht erkennen. Transtarsonische Eisenbahn. Mein Gott! Liebes Wort. Ja, leck mich. Dafür, dass du so schwer auszusprechen bist. Oder ich nicht in der Lage bin dazu. Oder wie auch immer. Egal. Darum soll es gar nicht gehen. Das ist ja nicht Let's Play Quatsch labern und Wörter nicht aussprechen können, sondern ein StarCraft 2 Let's Play. Dass alle immer diese biblische Handgeste machen müssen. Sworn hier links mit der Hand so. Atan ist hier. Immer diese Badass. Poser. Ja! Ich kriege wieder eine Zeitschleife geschenkt. Um den Krieg zu sichern, müssen die Hauptziele eliminiert werden, bevor sie entkommen. Mein Laserbohrer lege ich wieder auf die 4, damit ich ihm zwischendurch auch mal tatsächlich befehlen kann, dass er irgendwo hinschieben soll und dass ich mal nur per Zufall geschehen lasse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Koop-Modus, der macht mir persönlich schon tierisch Spaß, kann ich nicht anders sagen. Aber irgendwie wirken die Missionen so ein bisschen wie so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Recycling aus Kampagnenmissionen, die bei sämtlichen StarCraft-Teilen davor, also halt Liberty, also Wings of Liberty und Heart of the Swarm waren. Weil diese Mission mit, hier kommen gleich Züge durch und man muss die abschießen, die kennt ihr mit Sicherheit auch noch alle. So, du brauchst schon mal hier eine Fahrzeugfabrik. Ihr geht hier in die Raffinerie und mal locht ein bisschen für mich auf dem Püt. So wie sie statt gehört für Rob Butler. Für alle, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, ja, das heißt, du gehst auf dem Püt arbeiten. Und man ist auf Arbeit, nicht bei der Arbeit. Und für die, die was anderes behaupten, ihr liegt einfach nur falsch. So, dann kommt hier ein weiteres Depot hin. Ja, ich sollte ein bisschen mehr hinterherkommen. Ich glaube, ich gönne mir den Luxus eines Kampfhelions, damit ich hier oben gleich mal die Expansion freischießen kann. Ach, ich gönne mir auch einen weiteren Luxus. Von wo kommen die Züge denn? Die kommen einmal von da. So ganz grob. Kann sein, dass ich jetzt ein paar Millimeter daneben lag. Alles klar. Nein, du transformierst erstmal in den Helion-Modus. Transformers. Der Helion. More than meets the eye. Ja. Button. Ah, Türmchen brauche ich erstmal noch nicht. Sieht aus, als könnten wir eine spezielle Lieferung anfordern. Genau, die erste Welle mache ich mit meiner Lieferung. Hallo, Helion. Fahr hier hoch. Jederzeit. Wie macht er denn so Schaden? Oh ja, hier macht er viel mehr Schaden. So, hier bauen wir ein Tischlabor rein. Thank you.
Dann bauen wir noch das dahin. Du hebst mal kurz ab und fliegst mal dahin. Geortet. Eliminieren Sie es, bevor es entkommen kann. Wir müssen langsam loslegen, wenn wir das Ding erledigen wollen. Ja, so langsam sollten wir tatsächlich zu loslegen. Deswegen werde ich eine Boom-Boom-Betsy bauen. Oder wie heißt sie? Boom-Boom-Billy. Ach genau, die heiße Betty. Der, habe ich das jetzt verwechselt. So, hier kommt ein Reaktor hin. Ja, das erste Forschungsschiff wird unterwegs sein. Nein, auf der 3 wollte ich das haben. Verdammt. Ja, wobei ich glaube, ich lasse meinen Laser lieber hier drauf. Ach, obwohl. Ach, ist einfach so. Eine feindliche Streitmacht bewegt sich auf unsere Basis zu, Kumpel. Ein Gruppenziel wurde ausgeschaltet. Wo gehst du hin? Nirgendwo hin. Genau, der Laser schießt da weiter drauf rum. Nein, das Forschungsschiff jetzt auf die 2. So, wo ist denn mein... Da bist du. Kommt hier. Weiterer Reaktor hin. Oh ja. So, und du, mein kleiner Freund, wirst dir eine mächtige Expansion begründen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, hier auf alle Vespin-Reaktoren oder Raffinerien diese Teile zu hauen. Das ist natürlich strunzklug. Übermittle Befehle. Basis wird angegriffen. Erweiterung fertiggestellt. Oh nein! Optischen Aber ich könnte da vielleicht wen reparieren. Was brauche ich hier? Hier brauche ich ein weiteres Tech-Labor. Zack. Hauptziel geortet. Es versucht zu entkommen. Das Ding macht sich aus dem Staub. Wir müssen uns beeilen. Ich habe noch gar keine Waffenkammer. Was ist denn da los? Melde Bereitschaft. Koordinaten. Ach, stimmt doch gar nicht. Ich wollte doch die auf der 2 haben und die auf der 1. Damit es etwas schneller vonstatten geht, bauen wir hier auch nochmal direkt ein paar WBFs. So, die sammeln wir mal hier oben, wo es schön leer ist, wo niemand im Weg steht. Ja, dann kommen die halt mal nicht zu viert im Viererpack gleichzeitig, sondern ein wenig zeitversetzt. Es soll ja auch spannend bleiben. Feindliche Streitkräfte entdeckt. Templer, haltet sie auf. Ja, grundsätzlich halte ich die natürlich gerne auf. Praktisch werde ich jetzt mal hier entlang der Zugspur ein paar Türmchen hinstellen. Melde Bereitschaft. Na komm. Genau, wir können unseren Bohrer upgraden. Ha!
fast wieder vergessen. Hauptziel. Unglaublich. Eliminieren Sie es, bevor es entkommen kann. Ja, und es bewegt sich schnell. Los, jagen wir es hoch. Ich höre, Commander. Verstanden. Spezielle Lieferung wird angefordert. Das schon ist die stunnen die auch alle. Den natürlich erstmal den Angriffsbefehl nach hier hinten gegeben, dass sie sich da noch ein bisschen austoben, weil die sind ja in ein paar Sekunden eh weg. Bonusziel geortet. Es versucht zu entkommen. Ich hülle unsere Krieger in einen Schild. So, jetzt sollte ich langsam genug Erzpuffer und Mineralienpuffer haben. Erz und Mineralien, ja, ist klar. Mineralien und Gas meine ich natürlich. So, du kommst dahin, du da. Ich sollte mal meine Waffen upgraden, damit ich auch ein bisschen Damage mache. Melde Bereitschaft. Zack. Oh, das ist weg. Streitkräfte entdeckt. Bereitet unsere Verteidigung vor. Ich höre, Commander. Zack. Und die packen wir in die Gruppe mit rein. Dann bauen wir zwei hiervon. Und ich habe wieder verdammt wenig Vespingas. Das finde ich nicht gut. Koordinaten übermittelt. Los, Helion, rette uns alle! Hauptziel geortet. Es versucht zu entkommen. Nee, nicht mit Commander. Schätzelein. Nicht zulassen. Machen wir nochmal ein Upgrade für unser Rennbrover. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Yep. Aber sicher! So, und da der Zug mehrere Elemente hat, werde ich hier in der Kurve einfach mal auf ihn schießen. Bam. Wäre das Thema auch durch? Die spezielle Lieferung ist bereit. Wir können sie jederzeit anfordern. Was machst du? Du baust, ja genau, du baust ein paar Türmchen. Meldebereitschaft. BBF einsatzbereit. Forscher zur Stelle. Ein paar von den bösen Jungs haben es auf unsere Basis abgesehen. BBF bereit. Ja, das können wir natürlich nicht so zulassen. Deswegen wollen wir den bösen Jungs ein zweites Loch in ihr Popöchen bohren. If you know what I mean. Ach, er will gleich weiter, ja dann. Eine spezielle Lieferung ist unterwegs. Hoffe, du stehst auf Kriegsbord. So, die sollen einfach nur mal das gegnerische Feuer auf sich lenken. Und ihr tarnt euch mal alle. Vielleicht bringt's ja was. Was wichtig? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hauptziel geortet.
Eliminieren Sie es, bevor es entkommen kann. Und es bewegt sich schnell. Krieger, lasst es nicht entkommen. Wow, Sie kleben an mir. So, jetzt habe ich endlich mal genug Puffer, dass ich mal eine etwas längere Bauleiste machen kann. Das finde ich auch wiederum sehr gut. Koordinaten empfangen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Einsatzbereit. Pschu. Bam. Ach, ich fühle mich heute wieder so Endlaser. Na, wo ist er da? Machen wir ja auch mal wieder etwas Rambazamba. Schön, wenn man dem Bots zeigt, dass sie Kandidaten sind, bei Rückzug ist die Fresse dick. Ja, ich weiß, ich benutze den Spruch, aber ganz ehrlich, gut ist der schon, oder? So ein bisschen. Hm? So eine Idee. Der Feind rückt schnell vor. Verdammt, die sehen stinksauer aus. Ach, da hinten. Meldebereitschaft. Schießen wir mal hier hin. Und zack. Oh, alle weg. Schade, und da dachtet ihr, ihr wärt eine ernstzunehmende Gefahr für mich. Oh. Jetzt seid ihr bestimmt enttäuscht, ne? Versucht zu entkommen. Es begibt sich auf einen Evakuierungspunkt zu. Wir werden es abfangen müssen. Ja, macht das nicht schon die ganze Zeit? Also auf einen Evakuierungspunkt? Ich meine, wo sollen die sich sonst hinbegeben? Die spezielle Lieferung kann angefordert werden. Nein, ich brauche den anderen, den brauche ich. Ich brauche nämlich noch ein paar Depots, ein paar Depots. Ja, komm, ich sollte jetzt vielleicht mal auch hier meinen Job tun. Koordinaten übermitteln. Bestätige optischen Empfang. Ich sitze in der Patsche. Bonusziel geortet. Es versucht zu entkommen. Eine spezielle Lieferung ist unterwegs. Hoffe, du stehst auf Kriegsbots. Natürlich stehe ich auf Kriegsbots. Wo kommt ihr denn alle her? Uncool, Jungs, echt uncool. Koordinaten übermitteln. Ich höre. Sie kleben an mir. Zielvektor erfasst. Koordinaten übermitteln. Ich errichte einen Schild um unsere Streitkräfte. Der Feind rückt vor. Wir werden uns ihm stellen. Nee, nicht mit Commander Schätzelein. So. Einsatzbereit. Ich sitze in der Patsche. Strahlt ihn. Nein! Ey. Nee. Glaubst du wohl, mein schöner Laser? Nicht ohne meinen Laser. Das Hauptziel ist beinahe erreicht. Wir schaffen das, Partner. Halten wir das hier am Laufen.
Commander. Ja, toll, jetzt dachte ich, könnte ich die Sache mit einem Knall beenden, aber nein, ich habe überall einen Cooldown hier oben. Deswegen muss einfach schlichtweg meine normale Feuerkraft reichen. Bam! Ein weiterer fantastischer Sieg oder weiteres GG. Tapfer gekämpft, mein Verbündeter. Ja auch, Artanis, ho ho ho. So, an der Stelle mal wieder vielen Dank, dass wir euch mit dieser Mission beglücken durften. Ich habe weitere Erfahrungen erhalten, aber es reicht noch nicht für ein Level-Up. Vielleicht in der nächsten Mission. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Reingehauen.